Hallo, mein Name ist Carla Charlotte Wiegand und ich bin eine Konfirmandin aus dem Jahrgang 2020. Bis vor 7 Wochen hatte ich noch Konfi-Unterricht und dann ist die Corona-Sperre eingetreten. Das hat für mich sozusagen bedeutet, dass alles aus meinem Alltag weggefallen ist. Also erstmal der Konfi-Unterricht natürlich, zu dem ich jede Woche gegangen bin und dann natürlich meine Hobbys, meine Schule wurde geschlossen und der andere Gottesdienst ist auch für mich weggefallen. Und wie wahrscheinlich für jeden war dieser Sprung auch für mich sehr, sehr komisch. Und jetzt muss ich natürlich meinen Alltag selber gestalten. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich schnell daran gewöhnt habe und dass es für mich eigentlich relativ einfach gefallen ist. Aber natürlich fehlen mir auch so ein paar Dinge. Und ich habe eben schon angesprochen, dass der Konfi-Unterricht für mich weggefallen ist. Und das war einer der größeren Dinge, ja, die mir einfach fehlen. Und zwar, weil ich da immer jede Woche hingehe und ich freue mich schon immer drauf, weil wir da über Gott reden und jeder kann so seine Meinung sagen. Und ich freue mich immer, wenn ich daraus ganz, ganz viel mitnehmen kann und auch ganz, ganz viel daraus lernen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich etwas zurückgeben kann. Und ja, das kann ich einfach beim Konfi-Unterricht und das freut mich einfach immer sehr. Und da der weggefallen ist, war das natürlich sehr, sehr komisch für mich. Und dann sind natürlich auch noch andere Sachen weggefallen. Ich habe auch noch angesprochen, dass zum Beispiel meine Konfirmation ausgefallen ist. Das war für mich auch sehr, sehr schwierig, weil das natürlich ein sehr wichtiger Moment für mich ist, wenn ich einfach vor allen sagen kann, dass ich mich mit Gott auf Gott einlasse und mit ihm eine Verbindung eingehen möchte. Und ich habe natürlich auch mit meiner Mama ganz, ganz viel dafür geplant. Und als ich meine Einladungsliste durchgegangen bin, habe ich mich noch viel mehr auf diesen Termin gefreut. Und mich einfach ganz doll darauf gefreut, das ganz doll zu feiern. Das fällt jetzt natürlich auch weg und ich glaube, das ist für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden ganz, ganz schwer, auch für mich also. Und der dritte Punkt, den ich eben auch angesprochen habe, ist der andere Gottesdienst. Und das ist einer der größten Dinge, der mir fehlen, weil ich finde, dass dieser eine Termin, diese Konfirmation ist zwar sehr, sehr wichtig für mich, aber der andere Gottesdienst war eine Sache, die ich jeden Monat getan habe und die ja, mich einfach immer so begeistert hat, weil die Gemeinschaft dort so, so toll ist und Gemeinschaft natürlich auch eine Sache ist, die jetzt in dieser Zeit vor allem fehlt. Wenn ich schon so zur Tür gegangen bin und Bernd begrüßt habe, dann habe ich mich schon ganz doll auf den Gottesdienst gefreut und dann bin ich reingegangen und habe meine Freunde gesehen und wir haben so ein bisschen geredet. Und wenn es dann so auf einmal so ganz still wird und alle dem Zuhören, der gerade so vorne steht, dann merkt man, wie groß diese Gruppe eigentlich ist und wie schön es ist, wenn alle ja, sich auf eine Sache konzentrieren und wie schön es ist, wenn alle an dieser einen Sache hängen. Und wenn man dann aus der Kirche rausgeht oder wenn ich aus der Kirche rausgehe und ich einfach weiß, dass es diese Gemeinschaft gibt und ich diese Gemeinschaft mit nach Hause nehmen kann und dann im nächsten Monat wieder zum Gottesdienst gehen kann, dann freue ich mich halt immer schon ganz, ganz doll auf diesen Gottesdienst. Aber ich finde, es gibt auch eine Sache, die alle von uns mitnehmen und nicht nur ich, sondern wirklich jeder. Und zwar ist das die Sache, dass wir uns darauf konzentrieren können, worauf wir uns wirklich, wirklich freuen. Ich habe wirklich gemerkt, was mir wirklich am Herzen liegt und was mir wirklich fehlt. Und deswegen finde ich, dass das Sprichwort Vorfreude ist die schönste Freude für mich in dieser Zeit ganz, ganz groß geworden ist. Und deswegen wünsche ich euch allen ganz, 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 ganz dolle Vorfreude auf das nächste Mal, wenn ihr jemanden in den Arm nehmen könnt oder das nächste Mal, wenn ihr jemanden aus eurer Familie seht oder auch auf das nächste Mal, wenn ihr in die Kirche gehen könnt und diese Gemeinschaft spürt. Und damit möchte ich mich von euch allen verabschieden und wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine nicht allzu langweilige Zeit. Tschüss!